Willst du mich verarschen? Warum ist jetzt die Tür offen? Ey, Steve, ey, wirklich, ich hab echt keinen Bock, dieses Scheißspiel zu spielen, ey, ganz ehrlich. Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier bei einem neuen Let's Play von PT. Ich habe die wunderschöne Aufgabe von unserem tollen Kumpel Steve bekommen, eine Runde PT aufzunehmen. Ich habe, wie man merkt, ganz viel Lust, weil seine Voraussetzungen sind, wir sollen PT spielen. Am besten nach 22 Uhr. Zum Beweis, es ist 23.04 Uhr. Und das Schlimme dabei ist, das PT, was wir hier sehen, ist ein nachgebautes PT von den Jungs hier. Und man kann es nicht speichern. Ich freue mich. Das heißt, im Grunde darf ich das Ding jetzt hier durchspielen. Yay! Ich bin gespannt. Ich freue mich und bedanke mich bei meinem Kumpel Steve. Dankeschön. Ja, lass uns doch mal gucken. Was uns hier erwartet. Erstmal ganz tolle Bilder. Tolles Ambiente. Ja, selbstschließende Türen. Finde ich gut. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Es ist 23.59 Uhr. Naja, passt ja fast zur Aufnahme. Finde ich ja toll. Eine Taschenlampe wäre cool. So, lass uns doch mal gucken, was haben wir denn hier. Also, wir haben hier einen Hörer. Der Regen ist echt laut. Ein paar tolle Bilder. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich PT als solches schon mal gesehen habe in einem Let's Play, aber selbst nie gespielt habe. Und es ist schon Ewigkeiten her, wo ich das mal gesehen habe. Das heißt, ich habe gar kein... Also ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da alles passiert. Aha. Ich hätte ihm gern zugehört, aber irgendwie, ja, nein. Und nein. Was war das? Was war das? Alter, das ist aber auch laut. Ich sehe nichts. Ich sehe echt nichts. Und ich habe den Bildschirm schon recht für mich heller eingestellt. Ey, dieses Geräusch. Das macht mich kill. Irgendwie habe ich gar keinen Bock, da runter zu gehen. Ich muss mal ganz kurz nochmal was einstellen. Warte mal. Okay, wir spielen uns jetzt so. Ja. Gibt's eigentlich Untertitel? Warning, game does not save. If you quit, you must begin again. Okay, es gibt nichts, wo ich Untertitel einblenden könnte. Schade.
Warum bin ich da durchteleportiert worden? Und warum ist es so? Okay. Oh, okay. Es ist 13:59 Uhr, immer noch. Was ist das denn? Tolles Bild. Okay, hey, wir sind wieder bei der Lampe. Freude. So, was jetzt? Die Tür. Was war das? Alter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, wa? Wer klopft denn da? Von wo? Da? Oder da? Hier ist keiner. Hallo? Klopfst du hier? Soll das ein Morsecode sein? Hallo? Ist das hier nebenan oder was? Ah. Mich verarschen? Warum ist jetzt die Tür offen? Ey Steve, ey, wirklich, ich hab echt keinen Bock, dieses Scheißspiel zu spielen, ey, ganz ehrlich. Das ist doch. Och Mann, ey. Ich muss das echt bis zum Ende durchspielen, verstehst du? Das ist. Ach, ich kann doch nicht mal irgendwie sagen, so, okay, ja, safe, ich mache jetzt einen Save Point. Toll, geil. Ja, ist ja nicht so wie bei Visage, wo du jetzt einfach sagen kannst, so, ich höre jetzt auf. Nice. Das ist die Frage, hat es von da geklopft oder hat es von hier geklopft? Ich bin der Meinung, es hat von hier geklopft. Ich würde hier gerne mal reingehen. Blödkopf. Siehst du, wer hier die ganze Zeit, dass ich hier klopfe und dann lässt er mich nicht rein, oder was? Jetzt kannst du mir auch mal am Arsch lecken. Dieses Teleportieren, das nervt ja genauso, ey. Das ist, oh. Jetzt klopft er wieder. Oder wie? Klopf, klopf. Hat sich hier irgendwas verändert? So, wir haben immer noch die 60er-Jahre-Bilder hier. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was für Symbole wir hier hatten. Verdammt! Und zurück kann ich nicht gehen. Hier ist immer noch dieses wunderbare U als Gemälde. Hier ist der Baum. Hat sich hier irgendwas verändert? Ha. So, die Tür ist wieder offen. Klopft er hier eigentlich wieder? Hallo? Bitte was?
Kann ich hier rein? Ich will dir doch nur helfen. Vielleicht. Dieses Gequieke. Oder? Ach, es wäre diese. Oh. Kann ich dir irgendwie. Hallo? Okay, gehen wir mal weiter. Alter, dieses Gequietsche. Ich weiß, dass irgendwann mal da oben irgendwas steht. Und mich beobachtet. Das weiß ich. Das ist aber auch das Einzige, was ich noch weiß. So, Baum. Landschaft. Ja. Ja, es ist immer noch 23:59, na klar. Warum sollte es auch anders sein? Ja, wir gucken mal ganz kurz, wie spät es bei uns ist. Ja, es ist 23:15. Puh. So. Nehmen wir mal noch die gleichen Bilder. Kann ich damit irgendwas interagieren oder ist es jetzt eigentlich wirklich nur stupide 5000 Mal hier durchrennen? Was ist mit eurem Klopfpartner? Klopfi? Klopfi? Hallo? Klopfi? Klopfi will nicht. Genau. Möchte Klopfi jetzt? Da hat mir jemand die Tür zugemacht, Klopfi. Kannst du mir weiterhelfen? Ich muss es übrigens jetzt gerade so ein bisschen überspielen, weil ich natürlich scheiße Schiss habe gerade. Aber ich bin natürlich. Mann, nicht so wie Steve. Sagte er und lief rückwärts. Ja. Was mache ich jetzt? Ist jetzt aufgegangen? Immer noch nicht. Hallo, bist du jetzt da oben? Auch noch nicht. Bin ich hier raus? Auch nicht. Jawoll! Ja. Das Spiel möchte jetzt bestimmt, dass ich da hinten gucken gehe. Was da so ist. Mein inneres Gefühl sagt mir, tu es nicht. Aber ich komme auch nicht weiter, weil. Durch die Tür komme ich nicht und Kloffi hat jetzt mal gesagt, okay, ich mache dir mal die Tür auf und lass dich, surprise, surprise, mal überraschen. Genau. Kinder.
Hallo? Hallo? Und jetzt? Also, ich kann ja nicht mehr als dagegen rennen. Kann ich sonst noch was machen? Oh, das Spiel ist vorbei. Ja. Warum mache ich das? Ah, ist ein tolles Spiel, ist ein tolles. Ach so, damit kann ich zoomen. Ah, ich verstehe. Okay, also, wir haben jetzt gemerkt, Klopfi hat uns einmal aufgemacht. Klopfi sah nicht sehr gesund aus. Und, wir haben es bestimmt 23:59 Uhr, genau. Toll. Ma'am? Möchten Sie mit mir reden? Nein? Ich weiß gar nicht, warum Sie nicht mit mir reden wollen. Wollen Sie wirklich gar nicht mit mir reden? Soll ich zu Ihnen kommen? Okay. Wir bleiben alle da, wo wir sind. Ist cool für mich. Ich kann auch weiter nach hinten gehen. Ist auch cool für mich. Alter, ist das jetzt nicht euer fucking Ernst, oder? Stehst du da noch, Alter? Genau. Die Musik macht's auch viel besser. Hallo? Als ob ich jetzt da durchlaufe. Okay. Okay. Hello. Ma'am? Stehen Sie da oben? Wo ist sie hin? Was tut es? Ich habe nichts gesehen, ich gehe einfach weiter. Ist einfach okay. Genau. Wunderbar. Toller Flur. Geil. 23:59 Uhr. Ich wiederhole mich immer wieder gern. Zu geil. Easy. Ja, tschüss. Da gehe ich. Warum ist hier eigentlich jetzt hier Gold? War der vorher auch Gold?
Ich habe darauf nie geachtet. Ich versuche mich mal abzulenken. Guck mal, der ist hier auch gold umrahmt. Ach, guck mal, ist doch schön. Ach, schöne Bilderrahmen. Die sind toll. Ja, du. Da ist wunderbares Spiel. Macht sehr viel. Alter. Macht sehr viel Spielspaß. Ist gar nicht gruselig. Nein. Meine Hände sind nur schwitzig. Alter. Ja und ja. Ich sehe mir das Spiel ganz ehrlich nicht bis zum Ende durchspielen. Also, weil. Ich soll jetzt da rein. Wer will da rein? Und warum soll ich da rein? Und wir gehen jetzt hier rein. Ist da eine Taschenlampe? Hallo? Kann ich diese. Okay. Okay, wir sind auf Klo. Ich kann auf jeden Fall das machen, was ich machen müsste. Und zwar. Ich sag nur, der Stift hat fast gemalt. Kann ich springen? Kann ich irgendwas? Du, kannst du haben. Du, ich habe da gar kein Interesse dran, du. Da bin ich. Schmerzfrei? Okay. Ich habe eine Taschenlampe. Hey. Hey. Taschenlampe. Alter, der trinkt aber viel. Also kennt man sich, sagt man sich. Das ist schön. Schön, 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 schön. So. Ich bin gar nicht überfordert mit der ganzen Situation. So, oben eigentlich jetzt die hier. Gibt's nicht. Gut. Wir gehen mal weiter. Was mache ich hier? Warum spiele ich das? Und warum spiele ich das? Das um 23 Uhr irgendwas. Was war das? Ja, schön. War eine kurze Folge. Ich danke fürs Zuschauen. 3 Minuten. Du, da bin ich. Okay. Okay. 23:59 Uhr. Yay. Wir haben es immer noch. 23:59 Uhr. Was ist dein Problem?
the father shot him too. His six-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, is 204-863. Soon after neighbors called 911, found the father in his car listening to the radio. Several days before the murder, Smith looked behind him. Da war gerade ein Code. Ich habe ihn nicht verstanden. Das habe ich verstanden. Und ich mach's nicht. Was? Also du bist ja bestimmt da oben, oder? Alter? Immer noch nicht. Ich habe den Code nicht verstanden. Forgive me, Lisa. There is a monster inside of me. Genau. Manchmal ist es toll, hier vorne am Anfang zu stehen, wenn nichts passiert. Manchmal ist es aber auch schön, nicht hier vorne zu stehen, weil dann irgendwelche Geräusche kommen. Und da bin ich echt, ja, du. Ich würde fast behaupten, rauch einfach nur eine, dann hörst du dich besser an. Oder 23.59 Uhr. Yay! Alter. Beruhig dich. Oh, warum ist es so scheiße dunkel? Und warum röchelst du wie so ein Röchel? Keine Ahnung. Ich will wieder ins Badezimmer, da war ein Klo. Okay. Warum steht hier das gleiche nochmal? Das heißt, ich muss doch den Code irgendwo eingeben. Alter, der hat ihn ja jetzt gesagt. So, wo kann ich diesen Fick-Code eingeben? Kann ich. 2 hours later. LOL! Wo kommt denn das auf einmal her? Okay. Ich gehe mal weiter. Tschüss. So, hier steht immer noch. Ja, forgive me, bla 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 und so weiter. Toll, toll, toll. Ach, jetzt haben wir was anderes. Jetzt haben wir wieder Kinder geboren. Oh, nee. Oh, nee. Ey, ich will den Raucher wieder haben. Doch nicht kleine Kinder gequäkel.
Ja, mach mich doch noch mehr fertig, ey. Genau. Ja, ist richtig. Och nee, ey, komm. Warte. Hallo. Ah, da haben wir doch wieder unser Gerauche. I can hear them calling to me from. Ja, from was denn? Ich wusste, dass wir jetzt da oben. Irgendwann musst du ja da oben stehen, kleine Mistmarde. Okay, ich gehe mal weiter. Ah, das war schön. Nicht. Dieses Spiel macht mir sehr viel Freude. Gar nicht. Was ist das denn? Was ist denn dieses Gesabber, dieses Geraschel, dieses. Alter, diese Atmosphäre. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Ich gehe lieber. Tschüss. Das hört sich ja so eklig an. Das ist ein tolles Spiel. Tralalala. Ja, genau. Was ist das für ein Spiel, Freunde? Das ist doch, ey. Wer lässt sich denn bitte sowas einfallen? Genau. Ich würde dich ja gerne rauslassen, wenn ich könnte. Kann ich aber nicht. Ich kann nur ranzoomen. Na gut, ich bin weg. Ich muss sagen, gefühlt wird es nicht besser. Musste ich nicht eigentlich auch irgendwelche Schnipse finden, um dieses Bild hier zu komplementieren, also so fertig zu machen oder so? War da nicht auch was gewesen? Und die Kraft ist gerade nicht.
Wie oft muss ich mir bitte was? Oh. Hello. Nicht ganz geschrieben, aber hello. Und da ist ein EL. Alter, ist ja berüchtigt. Okay. Forgive me, Lisa, there's a monster in me. One eternity later. Okay. Meine Theorie ist, wenn ich jetzt nicht nach links gucke, sondern straight ahead durchgehe, gleich nach rechts gehe, sehe ich mehr Informationen an der Wand. Nein. Gehe ich zurück, müsste da Hello stehen. Richtig. Gehe ich jetzt wieder dahin? Ist nichts. Gehe ich wieder zurück? Müsste was anderes dastehen. Aha. So. Jetzt haben wir hier ein L. Calling to me from. I can hear them calling to me from. Da kommt bestimmt hell raus. Weil er jetzt dann das E genommen hat, richtig? Ja, und jetzt nimmt er das H. Right? Right. Ah, es wird mit Doppel-L geschrieben, Freunde. Also, gehen wir wieder zurück. Sehen, das O ist weg. Das L ist weg. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich durch die Tür gehen. Richtig? Nope. Es war nicht richtig. So, was muss ich? Was war das? Die hat angefangen zu lachen. Verstehe ich nicht. Also wenn das jetzt wieder so ist. Okay. Es ist nicht so. Es ist anders. Nice. Ja, nö. Ich habe keine Ahnung, was er da vorne führen. Alter, ich kann gar nicht so viel. Moni, Patrick, das Santito, keine Ahnung was. Oder auch gern genannt Ghost Facers? Okay. Wir laufen einfach mal weiter. Das hat sich bis dato nicht verändert.
Warum habe ich keine Taschenlampe mehr? Und warum renne ich so schnell? Was ist das denn? Ist das ein Glitch oder ist das gewollt? Das ist gewollt. Ja, ein Traum, du. So eine Bilder wollte ich schon immer mal sehen. Wo ist das Telefon? Warum ist das alles? Okay. Es scheint gespiegelt zu sein, kann das sein? Da ist ein Foto komplett schwarz. Ach du Scheiße. Was zur... Okay. Wait. Wir gehen mal hier rein. Passiert hier was? Nö. Warum bin ich so verdammt schnell? Okay, Auge. Bart. Noch mehr Auge. Augen. Okay, das ist einfach nur ein Grafikglitch, warum das Bild schwarz ist. Deswegen, okay, verstehe. Wenn immer mehr Augen. Muss ich die zählen? Oh, hier ist ein Guckloch. Will ich da reingucken? Ich kann mich nicht bewegen. No turning back now? Ja, muss ich auch nicht. Okay. Das heißt, hier liegt jemand. Okay. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only What? reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Okay. Licht am Ende des Tunnels. Das ist doch bestimmt nur ein Bait, Alter. Sehe ich doch schon kommen. Das ist doch schon wieder hier nur Humbug. 22:59 Uhr. So, ich könnte jetzt auch da wieder zurückgehen. Ist die Frage? Da komme ich wieder nicht durch. Ich sehe nichts. Die Schrift ist auch weg. Wow. Jetzt sag mir nicht, das fängt wieder von vorne an.
So, hier hat sich nichts verändert. Da, da, da. Das ist ja super hell. Oh. Was war das? So, da will ich jetzt nicht reingehen. Kann ich hier eigentlich jetzt den Code eingeben? Nein. Kann ich einfach noch rausgehen? 204863. 204863. 204863. 204863. Ja. 204863. 204. Ja, wo kann ich denn das eingeben? Ernst? Okay. Ah, ich habe die Taschenlampe wieder. Okay. Hm? Okay, hier geht's rein. Lecker, lecker. Was ist das eigentlich? So, hier steht wieder was. Ach, jetzt geht's wieder los. Wo bin ich denn hier? Nice, violettes Licht. Ist mal was anderes. Auch wenn ich dadurch weniger sehe, gefühlt. Kann aber auch nichts machen, ne? Bis auf dumm hier durchlaufen. So, jetzt kommt noch eine andere Farbe. Ah, grün. 2 hours later. Also es tut mir leid. Es ist wahrscheinlich super uninteressant, mir jetzt hier zuzugucken, weil ich wirklich auf dem Schlauch stehe. Was ich jetzt als nächstes tun soll. Das Schlimme ist, ich kann nicht abspeichern. Das heißt, auch wenn ich das jetzt nicht raffe, was zu machen ist. Und ich werde das Spiel oder die Demo ja eigentlich durchspielen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wa? Muss ich da wirklich in die Recherche gehen und gucken, was für einen Hinweis ich anscheinend denn übersehen habe? Ist hier irgendwas? Ich kann nicht hüpfen, ich kann nicht interagieren, ich kann mir nur Sachen angucken. Ich habe nirgendwo was, wo ich ich drücke auf verschiedene Tasten, womit ich dann irgendwie sagen könnte, ja,
Das bringt mich jetzt. Was? Hä? Jetzt sag mir nicht, ich habe das abgebrochen. Okay, also mein Ziel oder mein Plan ist es jetzt, so lange durchzulaufen, bis ich sowas hier wieder finde. Genau, mit einer hellen Beleuchtung hier vorne an der Fronttür. So, ich war hier. Habe ich hier? Wollt ihr mich trollen oder was? Ich habe hier verschiedene Knöpfe gedrückt, gemacht, getan, keine Ahnung was. Dann ging auch immer diese dumme Glocke los und dann irgendwann diese beschissene Musik. Und ich frage mich, warum. Ah, guck mal. Mitternacht. Aha. Jetzt habe ich eine Minute hier gewartet, deswegen. So, das heißt jetzt für mich was? Ich würde sagen, dir geht's nicht gut, wa? Neues Kind? Wie jetzt? Hallo? Verstehe ich gerade nicht. Bist du denn?
Hä? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Wieder im. Ich verstehe das nicht. So, pass auf, jetzt warten wir wieder auf, dass es 0 Uhr wird. Richtig? Weil 0 Uhr ist die Zeit, die wir warten. Right? Right. So, dann kriegt die ihren ersten Rappel. Wir warten jetzt kurz. Einfach kurz chill. Ich gehe wirklich von aus, dass das Ding jetzt hier gleich auf 0 schlägt. Dann gehen die Glocken an. Bumm, genau. So. Right, okay. So, muss ich jetzt zu ihr? Ich muss einfach mal aus. So, war das okay? Also, mein Ziel ist es jetzt, ich warte jetzt quasi die ganzen Instanzen ab. So. Weil sie hier noch irgendwie, also, glaube ich, also, mal jetzt angenommen, guck mal, wir hatten ja hier bei der Uhr so einen Strich, so einen Actionstrich. So, der ist weg. Hier hatten wir 3. Der eine ist auch weg. Jetzt haben wir noch 2 hier. Plus den einen da vorne. Das heißt doch für mich, irgendeine Aktion muss doch noch getriggert werden. Wenn ich entweder hier stehen bleibe, hier irgendwas anklicke. Warum lacht sie denn so dumm? Muss ich hier irgendwas machen? Schlimm ist eigentlich eher gerade so mein Schatten. Dieses Gelächter, ey, wirklich. Na, mal schauen. Also, wir warten kurz noch. Wir warten kurz noch ab. Ne? Also, kurz gechillt und warten, was passiert. Wir sind immer noch hier und warten. Und gucken, ob was passiert, aber leider tut sich nichts. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz nach hinten gehen. Und hier nochmal gucken, ob wir das irgendwie irgendwo nochmal was getriggert kriegen. Weil hier ist die 0-Uhr-Geschichte. Dann hören wir die ganze Zeit was. Oder hat der Code was damit zu tun? Von wegen zweimal durchlaufen, einmal 0 Uhr abwarten, viermal durchlaufen, aber es geht ja auch nicht. Ich kann nichts machen. Das ärgert mich hart.
So, neuer Versuch. Es ist wieder 23:59 Uhr. Und hier, das meine ich damit. Hier sieht man einmal diesen Kratzer. Hier sieht man 1, 2, 3 Kratzer. Und hier vorne sieht man einen Kratzer. So. Das Einzige, was wir bis jetzt noch nie gemacht haben, ist, ich habe das bis jetzt noch nie gemacht, wenn es hier dunkel war. So, das heißt, wir machen das Ganze jetzt mal, dass wir abwarten, bis das 0 Uhr ist. Da verschwindet mich dieser Kratzer nämlich auch da. Und dann gehen wir einfach mal. Ja, gehen wir denn durch? Ich habe das Gefühl, dass dann, auch wenn wir durchgehen, dass das dann nicht besser wird. So, jetzt ist Mitternacht. Was mir gerade einfällt, ist genau Mitternacht. Aber das Ding ist dann noch nicht verschwunden. Jetzt, guck mal. Da ist es auch verschwunden. Der ist nicht verschwunden. Wackelst du hier so rum? Und jetzt will ich eigentlich mal probieren. Hat uns nichts gebracht, wa? Nope. Sind wir wieder hier, okay. Ich muss aufgeben. Ich muss allen Ernstes aufgeben. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier machen muss. Sorry. Mal eine schöne kleine Miniserie, so viel zwischendurch. Aber es tut mir leid, ich muss hier echt entweder nochmal in die Recherche gehen. Also ich mache euch einen Vorschlag. Ich mache das Ganze so. Ich gucke mir das nochmal an. Ob ich das irgendwo in meinen Aufnahmen finde, dass ich da irgendwas übersehen habe an Hinweisen. Und probier es dann vielleicht nochmal aus. Aber so wie es jetzt erstmal aussieht, kann ich hier echt nicht viel machen. Also ich weiß nicht wie. Daher sage ich jetzt mal. Lass mal noch das kurze Glockenspielchen hier spielen. Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge, bei einer nächsten Serie, bei einem nächsten schönen Let's Play. Bis dann. Reingehauen.